Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guinness Hauptfernsehen. Ich glaube, es ist schon die inzwischen siebte oder achte. Ich habe den Überblick verloren. Genau, was machen wir eigentlich so beim Guinness Hauptfernsehen? Wir wollen während Corona, aber auch nach Corona, Menschen aus dem Alltag begleiten. Wir wollen PolitikerInnen zur Corona-Situation interviewen, aber auch einen Blick in verschiedene Organisationen werfen. Und genau das wollen wir auch heute wieder machen. Bevor ich aber kurz unseren Gast vorstelle, würde ich sagen, dass wir zwei uns kurz vorstellen. Martin, wer bist du denn? Ja, wie du richtig beobachtet hast, ich bin Martin. Ich bin der zweite Moderator von dem grünen Farbfernsehen, jetzt auch das achte Mal dabei. Es läuft richtig gut, es macht richtig Spaß. Ich glaube, wir werden auch jedes Mal ein bisschen besser. Ich würde vorschlagen, wir steigen dann auch mal direkt ein, indem die Alina, die Frau, unseren ganz besonders interessanten Gast heute vorstellt, die Frau Biber. Alina. Genau, also vielleicht ein ganz kurzer Einsatz zu mir. Genau, ich bin die Alina, ich bin Freisprecherin hier, moderiere mit Martin zusammen. Und jetzt möchte ich aber natürlich unseren Gast vorstellen, weil der natürlich der Hauptteil ist des heutigen Parts. Und zwar haben wir heute die Bianca Biber hier. Sie leitet die Bundesgeschäftsstelle des Weißen Rings und der Weiße Ring, der ist einer der größten oder die größte, wenn ich es richtig gelesen habe, deutsche Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer mit Sitz in Mainz, also sogar in Rheinland-Pfalz. Jetzt würde ich mal Sie fragen, Frau Biber, habe ich irgendwas vergessen oder wollen Sie noch mal kurz den Weißen Ring ein bisschen vorstellen? Ja, das mache ich natürlich gerne. Also erstmal herzlich willkommen auch allen Zuschauerinnen und Zuschauern und danke für die Einladung. Ich finde das Format ganz spannend und natürlich rede ich vor allem gerne über den Weißen Ring. Ja, ich bin jetzt da seit 7 Jahren Geschäftsführerin. Sie haben es zu Recht gesagt, die Zentrale von dem bundesweiten Verein sitzt in Mainz. Deswegen, weil uns Eduard Zimmermann bestimmt dem einen oder anderen, Ihnen, Frau Welser, vielleicht nicht mehr von Aktenzeichen XY, ich bin mir nicht sicher, aber den Älteren, also so mein Semester aufwärts, kennen das alle, weil der Gründer eben von Aktenzeichen XY, Eduard Zimmermann, ins Mainz ZDF saß und uns da geboren hat oder unseren Verein gegründet hat. Wir sind mittlerweile bundesweit, Sie haben es gesagt, der einzige bundesweite und größte Verein, der Opfern von Kriminalität jeder Art hilft. Wir sind, unsere Hauptarbeit wird über die Ehrenamtliche, also die Opferhilfe wird von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern geleistet. Das sind derzeit knapp 3000 Menschen über Deutschland verteilt, die eben überall in den Regionen an 400 sogenannten Außenstellen verteilt sitzen. Auch bei Ihnen in Koblenz gibt es eine Außenstelle und so über Deutschland verteilt haben wir überall unser Netzwerk an Helferinnen und Helfern. Genau. Sie selber arbeiten da jetzt seit 2013. Was war denn so Ihre Motivation, zum Weißen Ring zu gehen oder Geschäftsführerin zu werden? Ja, das war, also ich habe zum einen war ich vorher in Wirtschaftsverbänden, also ich bin Juristin und war früher auch in so Vereinigungen, wenn Sie so wollen. Und habe nach irgendwie noch so, ja, das klingt so platt, aber tatsächlich nach Sinn gesucht und war dann beim Weißen Ring als ehrenamtliche Opfertelefonberaterin in Mainz tätig. Und dann hat sich das tatsächlich so gefügt, dass dann die Geschäftsführung nachbesetzt wurde und dass ich durch meine anderen beruflichen Erfahrungen da das mitgebracht hat, was der Verein wohl gesucht hatte. Insofern hat sich alles echt gut gefügt. Und es, warum bin ich da? Ja, also ich war natürlich ehrenamtliche Mitarbeiterin, weil es einen unheimlichen Wert gibt, Menschen zu helfen, die unverschuldet in einer Notsituation sind. Also vielleicht auch als Juristin hat mich das Thema begleitet, weil man kannte das aus Strafverfahren, aus das so, man kümmert sich halt um Täter, um das Ganze drumherum und die Opfergeschichte bleibt eigentlich in diesem ganzen System relativ außen vor. Und deswegen ist es für uns eben auch ganz, oder für mich ein echtes, eine Leidenschaft, dieses Thema. Es ist, sie können tatsächlich einen Beitrag leisten, dass es Menschen, die nichts dafür können, dass sie in der Situation sind, zumindest ein bisschen wieder es besser haben. Das ist ganz schön viel wert. Also, wie kommen die Opfer? Ja, das ist sehr schön. Ich wollte, glaube ich, Martin die erste Frage stellen. Wie wird der Kontakt zu den Opfern eigentlich hergestellt? Also,
oder wie werden Sie diesen Situationen gewahr? Sind das in aller Regel die Opfer, die auf Sie zukommen? Sind das Dritte? Ich denke, die Täter werden das in den meisten Fällen nicht sein. Ich stelle mir vor, es ist beides, aber was ist der häufigere Fall? Und darüber hinaus, wie ermutigen Sie dann jeweils die Zeugen oder die Opfer, auf Sie zuzukommen? Das ist natürlich wichtig für uns, dass die Menschen, entweder die Opfer selber oder Angehörige, Verwandte, Freunde, andere Stellen, wo sich Opfer vielleicht hinwenden, wie Krankenhäuser, Polizei und dergleichen, uns kennen, damit sie einfach auf die Idee kommen, als Opfer oder als Begleiter von einem Opfer, dass sie überhaupt auf die Idee kommen, sich Hilfe zu holen. Weil ich sag mal, das Thema, so sehr wir ein Thema bearbeiten, was alle betrifft, so sehr ist es auch die Kehrseite, dass sich die Menschen nicht gerne mit dem Thema beschäftigen. Weil es auch immer so ein bisschen dieses Gefühl gibt, ah, damit will ich mich jetzt gar nicht geistig so befassen, weil es könnte ja auch mich treffen. Also es ist ein durchaus normaler Prozess. Insofern ist es für uns wichtig, dass man uns kennt, dass man weiß, da ist dieses Hilfsangebot. Und deswegen ist es Netzwerk, nehmen wir auch Gelegenheiten immer wieder gerne wahr, zu sagen, uns gibt's, wenn ihr uns mal braucht oder wenn Menschen, die ihr kennt, uns braucht. Insofern ist es eine Mischung. Also es gibt die Menschen, die direkt auf uns zukommen, es gibt Menschen, die durch andere aufmerksam gemacht werden. Es ist auch ja unterschiedlich, wenn sie Opfer werden, ist das eine sehr unterschiedliche Frage, ab wann sie Hilfe überhaupt in Anspruch nehmen wollen. Also es ist durchaus auch normal, dass erstmal so eine Art Verdrängung stattfindet, dass man sich auch stabil empfindet und sagt, naja, damit komme ich schon klar. Die wenigsten, wenn es jetzt nicht ganz schlimme, wirklich Verbrechen sind, die wenigsten Menschen haben gleich das Gefühl, das könnte jetzt irgendwie für mich so schwierig werden, dass ich da Hilfe brauche. Also das ist ja auch so dieses klassische Thema, worunter wir ja immer noch alle leiden, dass das alte Bild immer noch gilt, dass es eine Schwäche ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen, dass es eine Schwäche ist, da um Rat zu suchen. Insofern kann das auch sein, dass das zeitversetzt erst kommt, dass man dann so einen, als Zeuge. Das war eine ganz schwierige Situation. Ich habe dann bei dem örtlichen Vertreter von des Weißen Rings angerufen. Also die Geschichte war, da wohnten welche über uns und okay, es klatschte gelegentlich mal, also es waren ein paar, aber es war in erster Linie psychische Gewalt, aber aller massivster Sorte. Fällt mir gleich auch noch eine Frage zu ein, aber erstmal vorneweg. Der Herr, den ich da angerufen habe, der war natürlich oder hat mich ermutigt, da anzurufen und weiterhin auch anzurufen, aber er hat gesagt, jetzt in dem Fall, wenn da nichts Akutes ist, da ist die Unverletzlichkeit der Wohnung ein derartig hohes Gut. Im Grunde konnte man da fast nichts machen. Ne? Also dass man da irgendwie einschreiten konnte und jetzt hatte ich mir das auch erst ein paar Wochen angeguckt oder Monate, glaube ich, eher, und mich dann entschlossen und dann konnte mir der Weiße Ring, was dem Herrn auch unglaublich leid hat, ne? Aber da eigentlich nichts machen. Daran jetzt auch, also das habe ich soweit verstanden, was der Herr mir da erklärt hat, aber ich würde jetzt auch diesen Spin in Richtung psychische Gewalt auch so ein bisschen ziehen wollen, weil das kann mindestens genauso schmerzhaft sein und die Verletzung wahrscheinlich noch viel langwieriger. Und das ist ja das, woran man eigentlich kaum denkt, wenn man an Gewalt denkt. Wie oft haben Sie es damit zu tun oder ist es tatsächlich auch viel schwieriger, damit umzugehen, so wie in der Geschichte, die ich gerade erzählt habe? Auf
Definitiv viel schwieriger. Also erstens haben wir es damit viel zu tun und psychische Gewalt ist immer der Vorläufer, auch zum Beispiel, wenn es irgendwann in tätliche Gewalt übergeht. Und ich bin da völlig bei Ihnen, dass psychische Gewalt kann ganz genau gleich schlimme Folgen haben wie die reale Gewalt. Sie erleben zum Beispiel beim Straftatbestand des Stalkings, da ist es ein klassischer auch Fall, wo ja lange Zeit die psychische Gewalt, die Verfolgung, das ganze Thema viel mehr im Vordergrund steht als die reale, tatsächliche Gewalt, dass jetzt jemand auf irgendeinen einwirkt. Also ist es für uns insofern auch schwieriger, genau das, was Sie beschreiben. Und das ist zum Beispiel auch bei dem Thema, genau, ich finde Ihr Beispiel wirklich sehr gut. Weil das ist auch so der Klassiker bei häuslicher Gewalt, der einen großen Teil psychische Gewalt beinhaltet. Und die Frage, was mache ich als Zeuge, als Freund, als Familienmitglied, als jemand, der das mitkriegt? Und Sie haben die zwei Punkte. Sie haben das eine, das rein rechtliche. Solange jetzt nicht wirklich körperliche Gewalt, wo Sie Zeuge einer physisch-körperlichen Auseinandersetzung haben, wo Sie jetzt befürchten müssen, dass einer Person tatsächlich schwerer körperlicher Schaden geschieht, können Sie jetzt als Nachbar oder als Zeuge, Freundin, Freund, was auch immer, nicht einfach die Tür aufbrechen. Also Sie können im Prinzip, wenn jetzt nicht die konkrete Gefahr da irgendwo die Bedrohung besteht, reicht tatsächlich so die psychische Gewalt. Was ist das auch? Ja? Also es ist ja, die psychische Gewalt ist auch nicht ein Moment. Also das ist nicht dieser eine Funke wie bei der tatsächlichen physischen Gewalt, wo Sie den Akt der Auseinandersetzung haben. Insofern ist das ein ganz schwieriger Punkt, wo sie schwer auch mit Polizei, die kann ich einfach sagen, wenn da nicht tatsächlich, wie gesagt, Nachweise von Gewalttätigkeiten sind, kann die nicht klingeln und sagen, wir haben gehört, dass sie irgendwie nicht, ich überspitze das jetzt mal, dass sie nicht gut miteinander umgehen. Das ist so noch kein... Aber was das zweite Schwierige ist, jetzt kursiert ja so dieser Begriff toxische Beziehungen, bei giftigen Beziehungen, bei psychischen Gewaltbeziehungen, sie helfen auch dem Opfer gar nicht. Also wenn das Opfer nicht in der eigenen Wahrnehmungsstufe ist, zu sagen, das tut mir nicht gut, ich muss hier raus, das ist giftig, das tötet mich ab, innerlich zumindest mal, dann können Sie mit der Menschen so viel reden, wie Sie wollen, auch wenn Ihnen das quasi, wenn Sie die am liebsten rausziehen wollen aus dieser Situation, Sie ändern gar nichts, weil dieser Mensch in dem Moment noch so gefangen ist in dieser Beziehung, dass der immer wieder zurückkehrt, dass der da bleibt, dass der das auch, der Mensch das schönredet, abwiegelt. Also insofern haben Sie das quasi aus zweierlei Richtungen bei diesen psychischen Themen, dass Sie Menschen erst helfen können, wenn die dazu bereit sind, wenn die wirklich von sich aus diese Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Insofern, um Ihr Beispiel zu Ende zu führen, das Einzige, was man eigentlich tun kann, ist, den Menschen zu signalisieren, auch vorsichtig zu signalisieren, wenn irgendwas nicht stimmt, ich bin da. Und vor allem, was ganz wichtig ist, ich bin egal, wofür du dich entscheidest. Weil wir das immer wieder erleben, das fällt ja auch uns schwer als Opferhelfer, auch bei tatsächlicher physischer Gewalt, kehren die Leute, die Betroffenen oft, also es ist nachgewiesen, oftmals bis zu 7-mal zurück, selbst wenn die schwere Verletzung erleiden. Und das ist für einen Helfer ja total unerträglich, weil man weiß, der geht da zurück und es geht gerade ganz sicher wieder so los. Vielleicht da kurz als Nachfrage. Ja, ich bin schon oft gefragt, also wie kann es denn sein, wenn es eigentlich so, sag ich mal, von einer objektiven Sichtweise relativ deutlich ist und relativ klar ist, dass was schiefläuft, sag mal, im Umfeld. Aber wie kann es sein, dass die Opfer quasi das nicht verstehen, dass was schief läuft? Also man muss ja eigentlich wissen, so das, was hier jetzt gerade abgeht, ist nicht okay. Und das ist auch ganz, ganz normal. Aber wie kommt es, dass quasi da, habe ich auch das Gefühl, so eine Verschiebung stattfindet, dass man dann doch vielleicht denkt innerhalb irgendwie eines Umfelds, das ist jetzt eigentlich doch gar nicht so unnormal, was hier läuft, obwohl andere Menschen sagen würden, das ist absolut unnormal. Also ist es irgendwie ein psychischer Vorgang oder was sagen Sie dazu? Das ist es. Also weil
die physische Gewalt ist immer das Ende der Kette, sage ich mal so. Das fängt an, erstens schleichend, und es fängt immer mit der psychischen Gewalt an. Das heißt, die Beziehung mit einem Menschen, der am Ende physische Gewalt anwendet, das ist ja eine gestörte Persönlichkeit, logischerweise. Das ist ja ein, die liegt in der Beziehung darauf an, dass das Opfer, den Gegenüber, dem Partner, so zu destabilisieren, dass der Mensch am Ende gar nicht mehr weiß, was ihm oder ihr eigentlich zusteht und am Ende tatsächlich nicht mehr weiß, was normal ist. Also ich will das mal konkreter beschreiben. Das fängt mit diesen ganzen Hässlichkeiten an, indem man seinen Partner vom sozialen Umfeld anfängt abzutrennen, indem man teilweise also in diesen Beziehungen auch finanziell in Abhängigkeit bringt, teilweise kontrolliert, was machst du mit wem, warum, dann immer wieder klein hält, also mit allen möglichen Psychotricks zu sagen, du bist zu doof, du bist da, guck mal, du kannst das nicht. Also warum ich diese Beispiele sage, alles konkret dazu beiträgt, dass der Mensch am Ende, um den es geht, gar nicht mehr weiß und instabil wird und zunehmend unsicherer und zunehmend weniger selbst wahr, was man eigentlich ist, was man wert ist, dass man einen Wert hat. Also es geht alles, diese Wertlosigkeit dem Gegenüber zu vermitteln. Und wenn man dann so weit ist, haben sie es mit einem höchst verunsicherten, ja, destabilisierten Menschen zu tun. Und dann haben sie die Gewalt, dann kommt mal der Schlag, dann kommt dieses, ja, es tut mir leid, und eigentlich hast du ja, weil du mich provoziert hast, dazu gebracht, und das Opfer ist ja dann auch gewillt, das so zu sehen. Weil das kommt irgendwann mal, also dieser Punkt, wo man sich ja gar nicht mehr zugestehen möchte, dass man das mit sich machen lässt. Also man ist losgekoppelt von der realen Wahrnehmung. Vorher ist mir das noch nicht untergekommen, also ich war bei Opfern oder ja, Betroffenen, die es mal mit einem Narzissten oder einer Narzisstin zu tun gehabt haben. Und dann hatte ich noch mal an anderer Stelle, das war glaube ich in diesem Zeitverbrechen-Podcast, wo dann auch ein Täter Narzisst war. Und da wurde erzählt, also erstmal die Opfer, da scheint wohl eine unglaubliche Scham zu sein, wie konnte mir das passieren? Das sind durchaus auch dann hochintelligente Menschen. Und dann sagte so ein Experte, da ist niemand vorgefeit, die schaffen es, aus irgendeinem Grund genau die Knöpfe zu drücken, um diese Abhängigkeit zu schaffen. Und wahrscheinlich, so wie ich das verstanden habe, so wie wir drei hier sitzen, wären wir da überhaupt nicht vorgefeit, weil die mit Eitelkeiten spielen, mit Zerstörungen, so wie Sie schon sagten. Also das hat mich sehr beeindruckt und mich hat es auch davon überzeugt, dass man eben von Opfer von Gewalt kann man immer werden. Und soweit ich das verstehe, Sie berichtigen mich, das war ja auch das, was wir vorhin drüber geredet haben, wenn die Leute dann wieder zurückkehren, wahrscheinlich spielt diese psychische Komponente dann auch so eine Rolle, dass man dann einerseits dieses Abhängigkeitsverhältnis dann schafft und aber andererseits dann eben diese Gewalt dann zufügt. Worauf ich ein bisschen hinaus will, ist jetzt die These, dass man jetzt irgendwie nicht auf die Idee kommt, Gewalt, also wenn es jetzt familiäre Gewalt ist, ich weiß, sie kümmern sich ja nicht nur um häusliche Gewalt, dass das irgendwie so ein, ich sage es ganz vorsichtig und mit dicken Anführungsstrichen, irgendwie so ein unterschichtiges Phänomen ist und dass man damit nichts zu tun hat, sondern dass da jeder Opfer und wahrscheinlich sogar Täter werden kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht so mancher Täter oder auch Täterin gar nicht weiß, was sie da tun, letztendlich. Also das kann ich nur unterstützen und unterstreichen. Also das Vorurteil ist ja tatsächlich, Vorurteil in Anführungszeichen, dass das so ein klassisches Straftat ist, die in so, ja, wie Sie es formuliert haben, in einfacheren, jetzt in Gänsefüßchen-Schichten ist. Das ist mitnichten. Also ich habe selber als Ehrenamtliche
immer wieder Menschen getroffen, die sehr intelligent sind, die im Beruf stehen, die auch alle Kriterien erfüllen, wo wir jetzt sagen würden, da muss ein Selbstbewusstsein da sein, weil da ist Ausbildung, da ist eigene, man steht auf zwei Beinen in einem Beruf. Und die landen dann trotzdem in der Situation. Sie haben es teilweise mit Tätern, Sie haben es gesagt, narzisstischen Tätern, teilweise hochintelligente Menschen, die auch was ganz Charmantes haben können. Also man hat sich ja nicht umsonst auch in den Menschen erstmal verliebt. Also ich glaube, die wenigsten würden eine Beziehung eingehen, wenn sie erkennen würden am Anfang, woraus sich das entwickelt. Also das heißt, Sie haben teilweise hochintelligente, hochcharmante Menschen. Ich habe das selber aus der Betreuung erlebt, wie die Frau... Nee, da war es umgekehrt. Da war ein Mann Opfer von psychischer Gewalt und dann auch häuslicher Gewalt in der Beziehung, wo es ja noch schwieriger wird, auch von der Scham und von der Hürde, sich davon zu befreien, weil man sagt, mir als Mann, das kann ja schon gar nicht passieren. Und da war das auch so, wie er mir dann mehrfach sagte, ja, wenn wir im Freundeskreis unterwegs sind, eine super charmante Frau, total beliebt im Freundeskreis, ganz lieb, aber halt mit einer anderen Seite. Und letztlich Tätern geht es ja darum, wirklich die Macht zu gewinnen. Also es ist ja im Prinzip, den anderen zu erniedrigen, damit man selber halt höher steht. Das ist ja eigentlich ein ganz einfacher Grundsatz. Also da vielleicht ganz kurz als Nachfrage, ist es denn wirklich so, weil das frage ich mich jetzt gerade so ein bisschen, als Täter, sind es wirklich nur narzisstische Täter oder was verleitet einen, sowas zu tun? Und was ich so ein bisschen gelesen habe, so ja die letzten Wochen, Monate, Jahre, wie auch immer, dass eigentlich dieses Problem zum Beispiel in ganz vielen Familien besteht und dass auch zum Beispiel, ich glaube, ein Fünftel aller Frauen oder sogar noch mehr schon mal häusliche Gewalt erlebt haben. Also da muss man eigentlich, also ich glaube, keiner würde jetzt so sagen, ja, ich habe das schon mal gemacht oder ich habe das schon mal gemacht. Aber wenn man liest, dass es ein Fünftel sind, dann sind es ja erschreckend hohe Zahlen. Also dann muss es ja irgendwie ein gesellschaftliches Phänomen sein. Man kann ja auch nicht sagen, dass ein Fünftel, oder kann man sagen, dass ein Fünftel der Täter quasi grundauf böse sind? Oder, also ich finde es einfach erschreckend hohe Zahlen. Aber was sagen Sie denn dazu? Also die sind sogar noch höher. Die gehen sogar auf ein Viertel der Frauen hat schon Gewalt erlebt, nach auch europaweiten Studien und auch Bundesstudien. Und ich bin da völlig bei Ihnen. Das sind ja krasse Zahlen. Also wenn man sich das überlegt, wenn Sie irgendwo in einem Raum sind, in dem 20 Leute sitzen, ist irgendwie mal eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass da Menschen sitzen, die es zumindest irgendwann mal erlebt haben. Und jetzt sind wir natürlich als Opferschutzorganisation nicht so richtig die guten Interpreteure, sage ich jetzt mal, was so Täter ausmacht. Und wir sind natürlich auch nicht diejenigen, die dazu beitragen wollen, zu sagen, ein Verständnis für die Täterseite zu entwickeln. Fakt ist, es sind nicht nur Narzissten, das ist klar. Fakt ist, dass eine Störung da ist. Weil ich sage mal, ein gesunder Mensch hat nicht das Verlangen, den anderen so fertig zu machen und am Ende noch Gewalt auszuüben. Also gesund ist es jedenfalls in irgendeiner Form nicht. Also was natürlich sowas immer auslöst, ist das eigene psychische, was ich vorhin so kurz anriss, eine eigene psychische Instabilität des Täters. Und deswegen ist das zum Beispiel im Moment auch so ein großes Thema, weil man weiß, für Menschen, die selber in ihrem Ego instabil sind, und das ist vor jedem Ausbildungshintergrund, vor jeder gesellschaftlichen Schicht, wie Sie es nennen wollen, haben wir diese Instabilitäten in den Persönlichkeiten und Unsicherheiten und gefühlte Unzulänglichkeiten in der eigenen Person. Und die klassischen Stressoren, und deswegen kommen wir im Moment in dieser Corona-Krise immer wieder auf das Thema zurück, die klassischen Faktoren, ich habe Angst um meine Zukunft, um die wirtschaftliche Zukunft, um meinen Job, ich weiß nicht, wie es mit mir weitergeht. Ich bin insgesamt ja im Moment total verunsichert, wie mit meinem Leben. Das sind so klassische Faktoren, die Menschen eigentlich dazu bringen, zum Beispiel auch ein Ventil in psychischer oder physischer Gewalt auszuleben. Weil in dem Moment entlade ich das, indem ich einen anderen noch weiter runtersetze, bin ich halt ein bisschen höher und habe Macht und auch Kontrolle über irgendwas. Und wenn es nur über einen anderen Menschen ist. Und deswegen sind das so viele Menschen, die davon betroffen sind und die dazu eben auch
die dieses Ventil, wenn Sie es so nennen wollen, wählen könnten oder wollen. Und für sich, ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen. Wir haben jetzt schon das Stichwort genannt, über eine Situation, das jetzt auch eine Situation zu kontrollieren. Gewesen. Der ein oder andere hat es mitgekriegt, wir haben eine Corona-Krise. Bei uns in Koblenz waren die Verbände und auch sozialarbeitenden und karitativen Einrichtungen in absoluter Alarmstimmung und haben da sehr gewarnt, was den Lockdown anbelangte. Jetzt waren Familien da mehr oder weniger eingeschlossen, Zerstreuung gab es nicht mehr. Ich denke, wir haben das auch alle unterschwellig gespürt. Wir sind alle auch ein bisschen nervöser oder beunruhigt, der oder die eine mehr oder weniger. Die Verbände konnten schwer einschätzen, zu was das führt, aber waren da sehr alarmiert. Jetzt nehme ich an, dass die Rückkopplung bei Ihnen damit einen gewissen Versatz stattfindet. Stellen Sie das schon fest? Nein, und damit rechnen wir auch gar nicht. Also wir rechnen damit, wir rechnen im Übrigen auch nicht, dass jetzt, wenn der Lockdown oder dass wenn dann das geöffnet wird und wir uns alle wieder etwas freier bewegen, dass dann plötzlich alle kommen und Hilfe suchen. Wir wissen, dass jetzt, wie ich vorhin so ein bisschen andeutete, das, was jetzt passiert, eigentlich die klassischen Auslöser sind, die Menschen dazu bringen, Gewalt auszuüben in solchen Beziehungen oder psychische oder physische, ist egal. Also das ist einfach der Druck jetzt, ist gleichzeitig verschiedene Faktoren so groß, dass wir es einfach wissen, dass das das klassische Reizding ist, um das anzuwenden. Wir sind aber natürlich auch in einer Situation, in der Betroffene sich Hilfe nicht holen können, weil der Täter da ist, weil er im Zweifel alles kontrolliert. Das gehört ja auch zu so einer Beziehung, eine unheimliche Kontrolle über den Alltag. Das heißt, Betroffene Menschen können in der Regel gar nicht Hilfe in Anspruch nehmen. Und wenn dann die Möglichkeit wieder besteht, dann rechnen wir eigentlich damit, dass das dann so versetzt und auch in Wellen nachläuft. Das wird nicht, weil das, was ich vorhin auch sagte, dieses psychische sich wieder schönreden und jetzt ist ja wieder alles gut, jetzt ist auch egal, das funktioniert ja weiter. Deswegen gehen wir davon aus, dass das zeitversetzt nach, ja, wie so Wellen nachläuft. Sie gehen davon aber im aus, Moment dass das merken wir das in der konkreten Anfrage nicht, was uns nicht verwundert. Aber Sie gehen davon aus, dann im Anschluss meine nächste Frage. Also nach allem, was häusliche Gewalt auslöst, ist jetzt relativ viel da. Wirtschaftskrise geben. In der letzten oder vorletzten Folge fiel das mal, dass mit 1% Anstieg Arbeitslosigkeit, wo die Suizidrate um 0,8% ansteigt. Gibt es da auch bei wirtschaftlichem Stress, den auf eine Familie einwirkt, gibt es da ähnliche Korrelationen? Also nicht im Sinne, dass wir jetzt Zahlen sagen können, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, passiert so und so viel Prozentanteil dessen, weil Sie ja auch bedenken müssen, dass gerade in dem Bereich extrem viel im Dunkelfeld liegt. Deswegen werden Sie aus dem Bereich keine zuverlässigen, wirklich guten Zahlen bekommen. Aber Fakt ist, dass das natürlich auch gerade, wenn Sie jetzt das Thema Unsicherheit selbst, also den eigenen Stress haben, gerade jetzt, wenn dann der Jobverlust droht, wenn auch die eigene Bedeutungslosigkeit dadurch droht, dann ist das ein Faktor, von dem man einfach weiß, dass der bei den Geschichten, die wir kennen, aus dem Hellfeld dazu beiträgt, diese Kontrollsucht oder wie sie es über einen anderen Menschen haben zu wollen, als Ersatz, weil sie werden in die Bedeutungslosigkeit. Und wenn dann der Partner noch einen tollen Job nach wie vor hat und vielleicht eigentlich besser dasteht und also im Gänsefüßchen, dann ist das durchaus ein Auslöser. Ja. Also wir haben jetzt die ganze Zeit über verdeckte Gewalt oder Gewalt im Dunkelfeld, nehme ich an, ist das andere Wort, gesprochen.
Gewalt, sie helfen ja auch Opfern, die Gewalt, irgendwie Straßenkriminalität erlebt haben oder ähnliches. Da scheint es ja so eine Wahrnehmungslücke zu geben. Also die bei uns in Koblenz wollen die konservativen Parteien so einen Ausschuss für Sicherheit und Ordnung etablieren, obwohl das überhaupt gar keine städtische Geschichte ist, aber sie meinen wohl, das steht ihnen gut zu Gesicht. Und sobald jemand einer mal in der Altstadt einen auf die Nase kriegt, heißt es, seht da, in Koblenz eskaliert die Gewalt. Jetzt scheint es ja so zu sein, dass die Statistiken, was Gewaltverbrechen, also außerhalb des familiären Bereiches, grundsätzlich eher zurückgehen. Es wird einfach nur mehr darüber berichtet. Und wahrscheinlich ist es sogar ihre Schuld, weil sie das nämlich in die Öffentlichkeit tun, dass die Leute das Gefühl haben, es wird tatsächlich immer mehr. Letztendlich wird es ja weniger. Und ich finde, da wird eigentlich viel zu wenig drauf hingewiesen. Fakt, und insofern muss ich Ihnen sagen, ist uns als Weißer Ring, die wir ja die Stimme der Opfer sind, ist trotzdem wichtig, bei allem, was wir tun, keine Kriminalitätsfurcht zu fördern. Weil wir wollen die Kräfte bündeln, da wo sie notwendig sind. Also ich meine auch die politischen Kräfte und die Sicherheitskräfte, also die Sicherheitsmaßnahmen müssen da umgesetzt werden, wo wir tatsächlich Problemfelder haben. Und das Thema, was hier ist eigentlich so ein Klassiker, dieses Auseinandergehen zwischen der realen und der gefühlten Bedrohung. Gerade wenn Sie nehmen diese, so wie Sie es genannt haben, Straßenkriminalität, also die körperliche Gewalt, die massivste Hauptgruppe, die hier überhaupt als Opfergruppe in Betracht kommt, ist männlich und zwischen 17 und 30 Jahre alt. Das ist eigentlich die Opfergruppe, die irgendwas zwischen 60% und 70% in diesem Strafdeliktsbereich Opfer wird. Wenn Sie aber so wenn Sie jetzt so eine Erhebung machen nach der gefühlten Bedrohungslage, ist die Wahrnehmung wesentlich anders in anderen Altersgruppen, in viel höher liegendes Bedrohungsgefühl. Und das ist uns als Weißer Ring wohl wichtig, hier die reale Bilder abzubilden, weil wir nichts davon haben, wenn wir eine Kriminalitätsfurcht haben und die Menschen dann verschreckt sich irgendwie nicht mehr real verhalten. Also das, und das ist so, wie Sie es sagen, da gibt es große Unterschiede. Nehmen Sie auch Einbruch, das ist jetzt natürlich nicht so vielleicht.